Thema des heutigen Webinars ist das Thema Augensteuerung von Tobii Dynavox und in diesem Zusammenhang eben auch eine Einführung in die notwendige Software Windows Control, die notwendig ist, um den Computer eben auch zu steuern. Mein Name ist Marcel Porchetta und ich arbeite als regionaler Manager bei der Firma Tobii Dynavox. Und damit Sie sich ein Bild davon machen können, wie ich aussehe, hier ein Bild von mir. Derjenige bin ich. Der Plan heute ist, dass Sie nach dem Webinar wissen, einmal, was man unter Augensteuerung versteht, dass Sie verstehen, was in der Windows Control Software in der aktuellen Version 2.0.4 neu ist und was damit möglich ist und wie man diese Software auf dem Computer einrichtet und entsprechend nutzt, damit man eben einen Windows-Computer mit Hilfe von Eye-Tracking, also durch Augenbewegung als solches, eben steuern kann. Und final natürlich auch eine Information dazu, welche Eye-Tracker es hierfür bei Tobii Dynavox gibt. Die Windows Control Software zu erkennen nach Installation auf dem Computer anhand dieses grünen Icons auf dem Desktop ist eine Möglichkeit, um den Computer mit Augenbewegungen zu kontrollieren. Damit ist es möglich, dass die Befehle und Aktionen ausgeführt werden, die man von Tastatur und Maus her kennt. Und damit ermöglicht es eben einem Nutzer, der eben nicht auf Tastatur und Maus zurückgreifen kann, die Möglichkeit, im Internet zu surfen, soziale Medien zu nutzen, Spiele zu spielen, Kommunikation zu machen, zum Beispiel über Skype, über die Software Virtual Remote, die man erkennt an diesem schwarzen Icon hier auf der rechten Seite, ist es möglich, eben auch eine Umfeldsteuerung durchzuführen. Das heißt, alles, was im Umfeld des Nutzers und des Computers über Infrarot gesteuert werden kann, wie zum Beispiel Fernseher oder DVD-Player oder auch die Kontrolle von Lichtern, kann dann eben in dem Zusammenhang auch vom Nutzer kontrolliert werden. Aber man kann auch im Office von Windows Tabellen und Dokumente bearbeiten und dies alleine mit Hilfe der Augen. Wenn die Windows Control Software auf dem Computer geöffnet ist, hat man einmal ein Bedienfenster, was ich im Folgenden dann noch detailliert auch beschreiben werde. Auf der Computerseite am Bildschirm hat man dann eine Menüleiste, in der man verschiedene Befehle auswählen kann, die wir von der Maus her auch kennen. Das heißt, hier ist es möglich, eben Befehle und Aktionen auszuführen, wie Linksklick, Rechtsklick, Scrollen und dergleichen. Das werde ich auch noch zeigen. Das heißt, dies insgesamt ermöglicht eine sehr entspannte Bedienung des Computers. Durch eine integrierte Zoom-Funktion ist es auch möglich, kleine Ziele auszuwählen. Das heißt, es bedeutet, vom Ablauf für die Nutzung der Software überlege ich mir, welche Aktion möchte ich als nächstes ausführen. Das heißt, ich möchte zum Beispiel einen Ordner öffnen. Dann weiß ich, ich brauche einen Doppelklick, würde bedeuten, das sehen Sie dann aber, wenn ich die Software starte, dann auch noch in groß, ich würde mit den Augen den Befehl Doppelklick ausführen, auswählen und bringe meinen Blick dann auf den Bildschirmbereich, wo ich diese Aktion ausführen möchte. Und damit ich eben möglichst kleine Ziele auswählen kann, gibt es dann in dem Bereich, in dem die Aktion ausgeführt wird, einen Zoom, der mir es eben wirklich ermöglicht, sehr, sehr kleine Ziele auch auszuwählen. Insgesamt bekomme ich damit einen sehr schnellen Zugriff auf den Computer und ich habe auch eine integrierte Tastatur in der Software mit vorhanden, die es mir ermöglicht, in meinen zum Beispiel Word-Dokumenten oder auch im Internet, wenn ich unterwegs bin, entsprechend auch Text einzugeben und das alleine mit Hilfe der Augen. Die Windows Control Software ist eine Lizenzsoftware, das heißt, mit einer Aktivierungslizenz kann die Software auf bis zu drei Computern und Geräten noch ausgeführt werden. Entsprechend kann auch ein Eye-Tracker natürlich dann auf diesen Computern mitgenutzt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wechsel eines Computers habe oder ich möchte die Software auf einem anderen Computer nutzen, so kann ich das tun. Zunächst muss aber die Windows Control Software eben auf einem der Computer, auf denen sie bereits aktiviert ist, erstmal deaktiviert werden und dann kann ich diese frei gewordene Lizenz auf einem neuen Gerät auch entsprechend aktivieren. Wenn ich die Software installiert habe auf dem Computer, öffnet sich beim ersten Start der Lizenzverwalter, den Sie hier sehen. Das heißt, im Lieferumfang bei dem Eye-Tracker und der Software ist ein Aktivierungsschlüssel mit dabei, der wird hier rein kopiert und durch Drücken des grünen Knopfes aktivieren, wird die Lizenz dann entsprechend auch aktiviert. Notwendig ist es in diesem Moment, dass der Computer bzw. das Gerät mit dem Internet verbunden ist, aber auch in den Fällen,
In denen das nicht möglich ist, gibt es die Möglichkeit, eine Offline-Aktivierung durchzuführen. Das heißt, kontaktieren Sie dann entsprechend Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, und schildern Sie ihm das Problem mit dem Internet, und dann kann der Händler mit einigen Informationen von Ihnen auch problemlos einen Offline-Aktivierungsschlüssel erstellen, und dann können Sie das Ganze eben auch ohne Internetverbindung starten. Hier auf der rechten Seite sehen Sie jetzt in groß das eigentliche Bedienfenster der Windows Control Software. Das heißt, hier gibt es vier Felder, die auch mit den Augen kontrollierbar sind. Das heißt, ich habe über das grüne Feld hier einmal die Möglichkeit, die Windows-Kontrolle, also die Augensteuerung als solches, zu pausieren und auch wieder zu starten. Ich habe eine Möglichkeit, mir den Track-Status anzeigen zu lassen. Das ist eine Möglichkeit, um zu überprüfen, ob meine Augen erkannt werden und ob ich mich im richtigen Arbeitsabstand vor dem Computer und dem Augen- und dem Eye-Tracker befinde. Ich kann den Controller minimieren und ich komme über den ganz rechten Button in den Einstellungsbereich. Das heißt, diejenigen von Ihnen, die auch andere Software von TobiDynavox kennen, wie die Software GazeViewer für die Durchführung einer Blickanalyse, sehen eben, dass diese Softwares von TobiDynavox alle einem ähnlichen Design folgen, was es eben ermöglicht, dass man auch sehr einfach und nahtlos von einer Software zur anderen übergehen kann. Man hat bei der Windows Control Software einen Konfigurationsguide mit integriert, der einem das Einrichten eben anschaulich auch darstellt und unterstützt. Und man hat eine Hilfesektion, über die man eben auch auf Informationen kommt auf der Webseite, aber unter anderem aber auch Anleitungsvideos bietet, damit man bei Fragen eben auch selbstständig gucken kann, wie etwas funktioniert. Das heißt, zum Einrichten der Software sind es prinzipiell drei Schritte. Nach der Installation wird der Lizenzschlüssel eingegeben, dann den Eye-Tracker am Computer anschließen und eine Kalibrierung für die Person durchführen und abschließend mit der Nutzerregistrierung dann den Prozess beenden. Wichtig ist es bei einer Software, die vor allem auf eine Nutzergruppe abzielt, die eben nicht in der Lage sind, die Hände so zu bedienen, wie wir das tun, zum Beispiel jemand mit einer hohen Querschnittslähmung, dass diese Personen eben Zugang zu allen Funktionen in der Software haben, auch zu den Einstellungen, um eben die Software auch entsprechend der eigenen Bedürfnisse anpassen und personalisieren zu können. Man hat einen sehr einfachen, verbesserten Kalibrierungsprozess mit integriert, der dem Nutzer eben mehr Unabhängigkeit bietet, weil er eben selbstständig auf diese Funktionen auch zugreifen kann. Insgesamt kann ich die Funktionen auf meine Bedürfnisse anpassen. Dazu gehören zum Beispiel die Breite der Menüleiste für die Auswahl der Befehle oder auch die Anordnung und Anzahl der Symbole auf dieser Menüleiste. Das neue Bedienfenster hier oben rechts zu sehen, wird direkt auf dem Computerbildschirm angezeigt. Des Weiteren ermöglicht die Windows Control Software auch den Zugang zu Shortcuts, also zu den Verknüpfungen, die es über Windows gibt. Das heißt, hier hat man auf einfachem Weg ganz wichtige Funktionen von Windows gesammelt an einem Ort. Das kann zum Beispiel sein, indem ich jetzt sage, ich möchte die Virtual Remote Software starten oder ich möchte Cortana, also die Sprachassistenz von Windows nutzen und starten, oder ich möchte die Lautstärke verändern. Das sind alles Punkte, die ansonsten mit einer Augensteuerung möglich sind, aber etwas aufwendiger sind. Und über den Shortcuts als solches kann ich diese Funktionen direkt auswählen und das Shortcut-Menü als solches wird nach einer Auswahl auch direkt wieder ausgeblendet. Dieses Feld hatten Sie vorhin schon gesehen. Das ist das Icon für die Software Virtual Remote, diese betrifft die Umfeldsteuerung und die ist Bestandteil der Windows Control Software, also ist dort integriert und hierfür wird Infrarot genutzt, um das Umfeld zu steuern. Das heißt, ich habe zum Beispiel einerseits die Möglichkeit, eine Infrarotverbindung einzurichten, indem ich vorprogrammierte Fernbedienungen nutze, so wie man es hier rechts sieht. Das heißt, das ist eine Vielzahl an verschiedenen Geräten verschiedener Hersteller dort mit implementiert an Infrarotsignalen, ähnlich wie man es bei der Programmierung von wie heißen diese frei programmierbaren Fernbedienungen kennt. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit zu gucken, ob eine bereits vorprogrammierte Fernbedienung für meine Bedürfnisse und meine Geräte passt. Ansonsten, wenn nicht, kann ich auch die Fernbedienungen auf sehr einfachen Wege selbst programmieren, indem die Signale aus der eigentlichen Fernbedienung des Gerätes in
die Software und in die Vorlage hier eingelesen werden. Da in der Regel ein herkömmlicher Computer keine Möglichkeit bietet, um Infrarotsignale auszusenden, gibt es einen Virtual Remote Dongle. Das heißt, es ist ein Infrarotsender, der über einen USB-Anschluss einfach an meinen Computer angeschlossen wird. Und über den werden dann entsprechend auch die Infrarotsignale ausgegeben. Der ist bei einem EyeTracker PCI Plus im Lieferumfang mit enthalten, kann aber jederzeit separat eben auch bei Ihrem Händler mit erworben werden. Die aktuelle Version 2.04 bietet jetzt neben der eigentlichen primären Auswahl, also Auswahl eines Befehls, einer Option in der Menüleiste und eben der Ausführung dieser Aktion, auch noch sogenannte sekundäre und tertiäre Befehle. Erkläre ich dann auch in der Software direkt live, wie das Ganze funktioniert. Zusätzlich ist es jetzt auch möglich, eine sichere Aktivierung beim Ausführen von Klicks einzustellen. Das heißt, bei bestimmten Befehlen, wie dem Ausführen von Linksklicks, von Rechtsklicks, also wenn man jetzt wie bei der Maus spricht, oder Doppelklicks und Verschieben, ist es möglich, auszuwählen, dass ich einen Rechtsklick ausführe. Dann gucke ich in den Bildschirmbereich, wo ich diesen Befehl ausführen möchte und dann bekomme ich eine Möglichkeit, bevor der eigentliche Klick oder die Aktion ausgeführt wird, nochmal final zu überprüfen, ob diese Position des Ausführens des Klicks korrekt ist. Das kann zum Beispiel wichtig sein, wenn ich mir vorstelle, ich möchte Online-Banking damit machen, weil unter Umständen, wenn ich ein Stück zu weit links oder rechts klicke, schicke ich vielleicht den falschen Betrag oder mache irgendetwas falsch. Das heißt, diese zusätzliche sichere Aktivierungsmethode ist eben einfach eine gute neue Option. Das heißt, diese sicheren Klicks, also insgesamt sekundäre und auch tertiäre Befehle, wähle ich direkt über die Menüleiste aus, indem ich einen Befehl, hier sehen wir den Befehl eines Linksklicks, länger betrachte mit den Augen und dann öffnet sich ein zusätzliches Menü, wo ich eben weitere Funktionen auch mit den Augen direkt einstellen kann. Das hier ist ein Screenshot der sicheren Aktivierung, aber auch da zeige ich Ihnen das direkt in der Software live. Wenn ich in den Einstellungsbereich bin, kann ich eben zwischen diesen Klickmethoden, also der primären Auswahl, das bedeutet Auswahl des Befehls und Ausführen des Befehls mit einem verstellbaren Zoom, dann direkt auswählen und ich habe die Möglichkeit, auch zwischen sekundären und tertiären Befehlen auszuwählen und das unabhängig voneinander. Das heißt, die sekundäre Auswahl bedeutet, dass ich eine Präzisionsklickmethode habe mit tieferen und auch langsameren Zoom in den entsprechenden Zielbereich und die tertiäre Auswahl bezieht einmal diese sichere Aktivierung mit ein, aber unter anderem auch sogenannte fixe Befehle. Denn es gibt Anwendungen, bei denen möchte ich nicht jedes Mal auswählen, dass ich einen Linksklick ausführe und dafür kann ich einen fixen Linksklick zum Beispiel auswählen. Und das bedeutet, überall dort, wo ich mit dem Blick auf dem Computerbildschirm verweile, wird entsprechend ein Linksklick ausgeführt. Genau. Und unterhalb dieser verschiedenen Auswahlmethoden ist es eben möglich, dass man sich kurze Videos dazu anguckt, die einem nochmal anschaulich auch zeigen, wie man sich das Ganze vorzustellen hat. Ich habe die Möglichkeit, diese Menüleiste am Bildschirmrand auszublenden, indem ich die Taste F2 auf der Tastatur drücke. Oder wenn ich diese sogenannten fixen Befehle eingestellt habe oder vielleicht auch einen externen Taster nutze, das heißt, wenn jemand gewisse motorische Fähigkeiten noch hat, um einen Taster zu bedienen, dann kann ich auch einstellen, dass diese Menüleiste auch automatisch ausgeblendet wird. Sie blendet sich je nach Bedarf wieder selbstständig ein, wenn zum Beispiel Einstellungsbereich geschlossen wird oder auch wenn man Communicator als Kommunikationssoftware schließt oder auch einfach, wenn der Computer entsperrt wird. Das heißt, in diesen Momenten wird sie automatisch wieder eingeblendet. Ich habe aber auch die Möglichkeit, so sieht man das hier, sieht man die Menüleiste. Wenn diese ausgeblendet ist, verbleibt am rechten Bildschirmrand nur dieser Doppelpfeil. Und wenn ich dort mit dem Blick draufklicke, dann wird die Menüleiste eben wieder eingeblendet. Integrierte Tastatur ist mit dabei. Das heißt, wenn ich die Tastatur öffne, dann muss ich ähnlich wie bei den Shortcuts länger auf den Bereich in der Menüleiste fixieren, also länger auf diesen Bereich blicken. Dann öffnet sich die Tastatur.
Diese öffnet sich auch immer im unteren Bildschirmbereich. Und wenn jetzt zum Beispiel der Text, den ich schreibe, dadurch verdeckt wird, dann kann ich die Tastatur, indem ich hier auf diese Pfeile klicke, ganz einfach in die obere Bildschirmhälfte verschieben. Und ich habe durch den direkten Zugang zu Linksklicks auch immer die Möglichkeit, zum Beispiel, ich schreibe einen Text und mir fällt auf, dass ich 4 Zeilen oben drüber einen Fehler gemacht habe. Dann kann ich mit dem Linksklick eben den Mauscursor direkt an die Position positionieren, kann dort mit der Tastatur meine Korrekturen durchführen, positionieren mit der linken Maustaste dann entsprechend wieder am Textende den Cursor und kann dann dementsprechend auch weiterklicken. Der Einstellungsbereich als solches betrifft einmal Einstellungen zum Eye-Tracker, also alles, was mit dem Eye-Tracker im Zusammenhang steht, allgemeine Einstellungen über das graue Feld, der Bereich Hilfe und Status, wo ich eben auch Anleitungen und Informationen finde, Einstellungsbereich zur Aktivierung und Feedback, zur Menüleiste selbst und entsprechend zur Tastatur. Das heißt, das zeige ich Ihnen jetzt im Folgenden direkt, indem ich die Windows Control Software starte. Ich habe bei mir am Computer auch einen Eye-Tracker angeschlossen. Das heißt, hier auf der rechten Seite öffnet sich nun die Menüleiste mit den verschiedenen auswählbaren Befehlen und das entsprechende Bedienfenster wird angezeigt. Das heißt, hier, wie gesagt, kann ich die Augensteuerung aktivieren und pausieren. Ich kann mir den Track-Status anzeigen lassen. Das hatte ich vorhin ja nur kurz angesprochen. Das heißt, das, was Sie jetzt hier sehen, sind meine Augen. Das heißt, wenn ich meinen Kopf nach rechts und nach links bewege oder mir ein Auge zuhalte, sehen Sie eben direkt, okay, wenn das so dargestellt ist wie hier, dann werden die Augen eben gut erfasst. Und diese farbliche Leiste hier kennzeichnet den Abstand. Das heißt, dieses weiße Dreieck hier zeigt meine Position an. Das heißt, wenn ich mich jetzt weiter nach hinten neige, sieht man, dass ich mich aus dem Erfassungsbereich so langsam nach außen lehne. Oder wenn ich weiter nach vorne gehe, bin ich irgendwann zu nah. Optimaler Arbeitsabstand bei den Eye-Trackern liegt hier zwischen 45 und 85 Zentimeter. Bei 65 cm bin ich ungefähr hier im grünen Bereich, das heißt optimal. Ich kann den Controller verkleinern und den Einstellungsbereich auswählen. Um jetzt einmalig Ihnen zu zeigen, wie ich die Windows Control Menüleiste nutze, zeige ich das. Das heißt, wenn ich jetzt auf der rechten Seite mit dem Blick über diese blauen Felder komme, sehen Sie, dass das Ganze an einigen Stellen immer weiß hinterlegt wird. Das heißt, wenn ich jetzt einen Befehl ausführen möchte, zum Beispiel möchte ich möchte dieses Fenster schließen, dann weiß ich, ich brauche dafür einen einfachen Linksklick. Das heißt, ich wähle jetzt auf der rechten Seite den Linksklick aus, klicke dann auf den Bereich mit dem Kreuz und führe dann dort den entsprechenden Befehl aus. Natürlich möchte ich die Windows-Kontrolle jetzt nicht schließen, das heißt, ich wähle jetzt Nein aus. Hier in der Software und dafür brauche ich wieder einen Linksklick. Das heißt, ich blicke wieder auf den Linksklick, blicke dann wieder auf die Windows Control und habe damit zweimal nacheinander die Aktion Linksklick ausführen auch gezeigt. Ebenso kann ich das Ganze natürlich auch machen, wenn ich die verschiedenen anderen Befehle auswähle. Zu den Befehlen im Detail komme ich jetzt im Einstellungsbereich. Das heißt, man hat jetzt hier einmal den Bereich zum Eye-Tracker. Beim Eye-Tracker wird mir einmal angezeigt, wieder der Track-Status. Das heißt, ich kann wieder sehen, ob meine Augen erfasst werden. Ich kann meinen Abstand zum Computerbildschirm betrachten. Ich habe hier die Möglichkeit, auch Profile anzulegen. Das heißt, ich kann prinzipiell, wenn ich mit verschiedenen Personen an einem Computer arbeite, eine unbegrenzte Zahl an Profilen anlegen. Das heißt, wenn ich hier meine Profile habe, zum Beispiel ich habe um 9 Uhr einen Termin mit einem Patienten und um 11 Uhr kommt der nächste, dann lege ich für beide Patienten einmalig ein Profil an. Profil umfasst eben die Einstellungen, die wir hier in der Software vornehmen, als auch die Kalibrierungsdaten. Das heißt, wenn der neue Patient kommt, würde ich entsprechend ein anderes Profil auswählen, hier oben rechts auf Aktivieren klicken und damit hätte ich diese Funktion wieder übernommen und könnte direkt mit dem Patienten loslegen. Ich kann Kalibrierungen durchführen, was eben wichtig ist, damit die Augensteuerung auch versteht, also der Eye-Tracker wirklich verstehen kann und interpretieren kann, wo wir mit unserem Blick auf den Bildschirm sind.
Das heißt, Kalibrieren, eine genaue Methode, die ich gleich live zeigen werde mit einer 6-Punkt-Kalibrierung oder eine einfache Kalibrierung, die ich hier über Anpassen auch individuell anpassen kann. Das heißt, ich habe dort einen einzelnen Kalibrierungspunkt. Kalibrierung bedeutet, ich muss eine bestimmte Anzahl an Punkten auf dem Bildschirm betrachten. Und in diesem Moment erfasst die Augensteuerung dann eben Informationen von meinen Augen, um eben meine Augenbewegungen auch in direkte Blickpunkte umrechnen zu können. Oder ich habe eine 2-Punkt-Kalibrierung oder ich kann in einigen Fällen, auch wenn es notwendig ist, die Tastatur verwenden und die Taste S. Das bedeutet, wenn ich jemanden habe, den ich kalibrieren möchte, bei dem es allerdings schwierig ist, dass er die Aufmerksamkeit auf den einzelnen Kalibrierungspunkt lenkt, dann kann ich dieses Feld hier auswählen, indem ich es klicke. Und erst wenn ich mir sicher bin, dass die Person jetzt auf dem Computerbildschirm auf das Detail blickt, drücke ich die Tastatur-Taste S und in diesem Moment startet die Kalibrierung. Ich habe die Möglichkeit, verschiedene Stimuli mir hier anzeigen zu lassen. Das heißt, einerseits verschiedene Bilder, die vorhanden sind als PNG-Datei, oder hier unten rechts kann ich auch auswählen, ob ich Videos haben möchte. Das ist eine .mov-Datei. Ich habe hier aber die Möglichkeit auch logischerweise dann mit eigenen Bildern oder eigenen Videos zu arbeiten, je nach Bedarf. Ich zeige dann nun die genaue Kalibrierung und habe hier unten noch die Möglichkeit auch auszuwählen, ob ich beide Augen erfassen möchte oder nur das linke oder nur das rechte, je nachdem, ob das notwendig ist oder nicht. Wenn ich die Kalibrierung starten möchte, klicke ich hier auf Optimieren. Bitte nicht wundern, bei mir ist das Betriebssystem auf Englisch. Deswegen werden manche Teile des Textes, der jetzt kommt, auf Englisch angezeigt. Bei einem deutschen Betriebssystem sind die natürlich alle auch auf Deutsch verfügbar. Das heißt, jetzt wird anfänglich dann erstmal wieder der Track-Status gezeigt, wenn der Computer jetzt so möchte wie ich. Na komm. Genau, jetzt geht's. Das heißt, ich habe auch hier wieder erstmal meine Augen. Und jetzt ist es die Aufgabe, die blauen Punkte, die auf dem Computerbildschirm erscheinen, so lange zu betrachten, bis der Punkt explodiert. Und das Gute ist, erst wenn ich meinen Blick aktiv auf diese Punkte lenke, passiert auch was. Das heißt, ich gucke jetzt nur zentral in die Mitte, bis die Augensteuerung, die Software erkennt, nee, er hat nicht geguckt, also starten wir nochmal. Und jetzt geht es los. Das heißt, jetzt gucke ich nach oben auf den Punkt, er dreht und zerplatzt. Jetzt gucke ich nach rechts unten. Jetzt gucke ich nach links unten. Das hat geklappt. Jetzt nochmal 3 Punkte. Ich gucke nach links oben, nach rechts oben und in die Mitte unten. Und jetzt wird mir angezeigt, ob die Kalibrierung erfolgreich war oder nicht. Kalibrierung war erfolgreich. Und ich habe jetzt hier auch noch eine gute Methode, um mir eben direkt anzeigen zu lassen, wie gut das Kalibrierungsergebnis ist. Das heißt, es wird mir hier eine Matrix angezeigt mit verschiedenen Feldern und die Aufgabe ist es, eben in die Zentren dieser Felder zu gucken. Hier, wo der Mauscursor jetzt ist, sehen Sie diese blauen Punkte. Das sind Daten, dort ist mein Blick gerade live. Das heißt, wenn ich jetzt nach oben links gucke, sehe ich, okay, die blauen Punkte sind dort vorhanden in dem Kreis. Wenn ich nach rechts oben gucke, sehe ich, auch hier sind die blauen Punkte vorhanden und so kann ich auf einfache Art und Weise überprüfen, wie gut mein Kalibrierungsergebnis ist. Wenn ich sehe, dass es hier eine große Abweichung gibt, kann ich entweder hier unten auf Optimieren klicken, dann startet ein neuer Kalibrierungsprozess oder ich klicke auf Schließen und dann bestätige ich die Kalibrierung und sage, das passt. Über den Reiter erweitert kann ich nur noch Funktionen einstellen, indem ich eine Pause-Schaltfläche verfügbar mache, wenn ich außerhalb des Bildschirms blicke. Das heißt, wenn ich das einschalte und gucke jetzt direkt unterhalb meines Eye-Trackers auf meine Computertastatur am Laptop, dann poppt ein Pausenfenster auf und das kann ich im Endeffekt dann auswählen und somit die Augensteuerung auch pausieren. Hier kann ich noch auswählen, ob ich eine iMobile-Halterung verwende. Das ist eine Halterung für die Nutzung eines Windows-Tablets. Über Display einrichten komme ich in den Einrichtungsbereich, der eben auch sehr einfach ist. Dieser Bereich oder das Display einrichten startet dann in dem Moment, wenn ich den Eye-Tracker zum ersten Mal am Computer auch anschließe. Und
Dort kann ich dann einfach dem Computer zeigen, an welcher Bildschirmgröße er hängt. Das sieht man jetzt hier. Ich habe zum Beispiel bei mir am Computer einen zweiten Bildschirm. Das heißt, ich könnte jetzt auch auf den externen Bildschirm wechseln. Ich nutze aber diesen Bildschirm. Und jetzt wird eben gezeigt, wo sich die Enden meines Eye-Trackers am Computer befinden sollen. Und indem ich die linke Maustaste jetzt gedrückt halte, kann ich diese Position verändern. Und wenn es mit meinem Eye-Tracker übereinstimmt, klicke ich nur noch auf Dann. Und dann habe ich die Einstellungen durchgeführt. Das heißt, über den Bereich Eye-Tracker kann ich Profile verwalten, kann kalibrieren und kann meinen Eye-Tracker am Display einrichten. Über den allgemeinen Einstellungsbereich kann ich nun zum Beispiel festlegen, dass meine Windows Control Software automatisch mit dem Windows Betriebssystem startet, was natürlich für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, wichtig ist, wenn ihm der Computer gestartet wird, dass er dann auch nach Start des Computers direkt mit seiner Windows Control Software den Computer steuern kann. Und ich kann auch einstellen, ob dieses Bedienfenster, also der Controller, beim Start von Windows Control automatisch minimiert wird. Ich finde hier Informationen zu installierten Eye-Tracker, zu installierter Software, Informationen, die wichtig sind, wenn ich zum Beispiel Fragen habe oder wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann sind das Informationen, die ich meinem Händler zur Verfügung stellen kann für eine Diagnose. Diese Informationen kann ich hierüber kopieren und hier unten komme ich entsprechend auf diesen Lizenzverwalter, den ich Ihnen vorhin gezeigt hatte, wie ich die Software dann eben auch deaktivieren kann. In dem Bereich Hilfe und Status finde ich einmal einen Link zur Online-Hilfe, das heißt zur MyTobiDynavox-Webseite. Ich kann ein Tutorial starten, das heißt hier werde ich zu YouTube verlinkt, wo es verschiedene Anleitungsvideos gibt, die einem alle Funktionen der Windows Control Software eben in kurzen Videosequenzen dann auch nochmal erklärt, also das, was Sie jetzt hier gerade sehen. Und hier kann ich die Informationen, also das, was jetzt im Hintergrund läuft bezüglich Software und Eye-Tracker als Information abspeichern. Dabei wird mir automatisch eine ZIP-Datei erstellt, die ich dann meinem Händler zur Verfügung stellen kann, um entsprechende Informationen zum Computer auch zu bekommen. Und ich kann hier noch auswählen, ob ich bereit bin, anonymisierte Nutzerdaten an die Firma zu geben. Das heißt, Daten, wo es darum geht, gibt es Probleme, um uns letzten Endes hinsichtlich Service und auch der Verbesserung der Software eben auch an diesen Informationen zu orientieren, kann ich aber auch auswählen, wenn ich das nicht möchte oder abwählen. Ich komme hier auf den Bereich Aktivierung und Feedback. Das heißt, einmal kann ich auswählen, wie möchte ich aktivieren. Nutze ich nur den Blick, das heißt eine Zeit. Ich kann eine Zeit definieren, wie lange ich verweile mit meinem Blick, bis eine entsprechende Aktion ausgeführt wird. Oder wenn ich einen Taster noch verwenden kann, also dann kann ich den Haken hier setzen. Das heißt, dann nutze ich den Blick, um den Mauscursor zu positionieren, aber den Taster oder Schalter, um entsprechend den ausgewählten Klick dann auch auszuführen. Ich kann selbstständig die Verweildauer auswählen und verändern. Das heißt, indem ich einfach hier auf dieser Leiste klicke oder mit den Augen blicke. Und wenn ich eine Tastatur verwende, ist es in der Regel so, dass die meisten Nutzer eigentlich auf der Tastatur wesentlich schneller auch mit den Augen agieren wollen. Dementsprechend kann ich für Tastaturnutzung eine andere Verweildauer einstellen. Muss ich den Blick vor einer Neuauswahl von dem eigentlichen Zielobjekt erstmal abwählen? Kann ich auswählen, wenn jetzt zum Beispiel eine Mehrfachauswahl nicht erwünscht ist. Allerdings ist das bei der Windows Control als solches in der Regel kein großes Problem und ich kann in dem Moment auch auswählen, wenn es um Eye-Gaze-Felder geht, also um bestimmte Felder, die speziell für Augensteuerung verfügbar sind, also die speziell nur von Augensteuerung genutzt werden, ob ich das nur bei TobiDynavox-Anwendungen nutzen möchte oder auch außerhalb der TobiDynavox-Software. Ich kann das Feedback auswählen, das heißt eine optische Rückmeldung, an der ich sehen kann, wann mein Klick ausgeführt wird. Das heißt, entweder sehe ich hier eine sich schließende Uhr. Und wenn die Uhr geschlossen ist, dann erfolgt nach der voreingestellten Verweildauer der Klick, ein kleiner werdender Punkt oder ein unsichtbares Feedback. Ich kann die Feedbackfarbe verändern nach meinen Wünschen und ich kann die Größe des Feedbackpunktes verändern, je nachdem, wie der Bedarf bei mir oder eben bei dem individuellen Nutzer ist. Im Bereich Menüleiste in den Einstellungen kann ich hier nun auswählen, welche Befehle möchte ich denn in der Menüleiste angezeigt bekommen. Das heißt, ich habe hier verschiedene Befehle, Cursor setzen, verschieben, scrollen, Linksklick, Rechtsklick, doppelter Klick, Tastatur öffnen.
Verknüpfungen, also diesen Shortcuts-Bereich, den ich angesprochen hatte, und den Einstellungsbereich. Und aus oder ein schalte ich das, indem ich einfach nur auf diese Felder klicke. Und wenn sie blau sind, habe ich den entsprechenden Befehl auch hinzugefügt, beziehungsweise dieser wird auf meiner Menüleiste angezeigt. Ich kann den Linksklick maximieren, das heißt den Befehl zum Ausführen eines Linksklicks maximieren, wenn es für den einzelnen Nutzer eben wichtig ist. Ich kann aber auch die Größe der Menüleiste verändern, von klein, mittel und groß. Das heißt, der Bereich, den ich auf der Menüleiste betrachten kann, um zum Beispiel die Aktion Linksklick auszuwählen, wird dementsprechend größer. Und dafür kann es zum Beispiel bei einem Nutzer, bei dem die Kalibrierung nicht genau war und er eine größere Abweichung hat, eben auch einfacher möglich sein, dass er die entsprechenden Befehle auch ausführen kann. Weiter kann ich einstellen, ob die Menüleiste eben automatisch verborgen wird, in dem Zusammenhang eben Ausführen von fixen Befehlen oder, wie es hier unten angemerkt ist, durch Drücken der Taste S auf der Tastatur. Über den Reiter Auswahl komme ich nun zu diesen Befehlen, die ich genannt habe. Das heißt, wenn ich hier die primäre Auswahl betrachte, dann wird mir eben kurz dargestellt, ich betrachte den Befehl auf der rechten Seite und wandere dann mit dem Auge zu dem eigentlichen Zielbereich, wo ich diesen Linksklick, wie jetzt hier zu sehen, ausführen möchte. Bei der sekundären Auswahl betrachte ich diese Aktion Linksklick ausführen, nicht nur bis es weiß hinterlegt wird, sondern blau hinterlegt. Und wenn ich dann in den Zielbereich blicke, sieht man eben, dass ich eine größere Zoom-Funktion habe, das heißt eine höhere Genauigkeit. Und bei der tertiären Auswahl als solches komme ich eben zu diesen fixen Befehlen auch, und den sicheren Klicks, und das wähle ich aus, indem ich diesen, also noch länger auf den Befehl gucke, bis es blau wird, und dann poppt ein zusätzliches Fenster auf, wo ich dann eben diese tertiären Befehle auch aktiv auswählen kann. Ich kann den Zoom einstellen, sowohl die Zoom-Tiefe, wie tief zoome ich in den einzelnen Zielbereich rein, oder eben auch die Zoom-Geschwindigkeit. Und zu guter Letzt, der Bereich der Tastatureinstellungen. Hier wähle ich ein, möchte ich eine Wortvorhersage haben. Es wird auch hier SwiftKey genutzt, so wie wir das, denke ich mal, alle von unseren Mobiltelefonen kennen. Das heißt, es wird eine Wortvorhersage genutzt. Ich kann ein akustisches Feedback einstellen. Das heißt, wenn ich einzelne Tasten oder Buchstaben auf der Bildschirmtastatur mit den Augen ausgewählt habe, bekomme ich ein akustisches Feedback. Ich kann zwischen zwei Tastaturgrößen unterscheiden, klein und groß. Oder ich kann auch verschiedene Sprachen, also Tastaturlayouts wählen, je nachdem, wer gerade die Augensteuerung nutzen kann. In Deutsch haben wir die Querz-Tastatur, in England haben wir die QWERTY-Tastatur. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der vielleicht aus Island kommt oder sonst, kann ich eben verschiedene Tastaturlayouts auch wählen. Das heißt, ich komme hier in der Software eben auf den Bereich Eye-Tracker, Profile verwalten, kalibrieren, allgemeine Einstellungen, die Hilfesektion, welches Feedback und welche Aktivierungsmethode, welche Verweildauer möchte ich einstellen über Aktivierung und Feedback, Einstellungen zu den Aktionen auf der Menüleiste über dieses rote Feld und final zur Tastatur. Das heißt, wenn ich diesen Einstellungsbereich nun verlasse, überschließen, komme ich wieder hin zu meiner Windows Control Software. Das heißt, ich habe hier wieder meine Befehle und könnte jetzt eben wieder sagen, alles klar, was möchte ich tun? Ich wähle den Linksklick wieder aus und klicke entsprechend in den Bereich hinein. Möchte ich natürlich jetzt nicht machen, aber ich gucke jetzt nur mal, ob ich Ihnen noch schnell den tertiären, die tertiäre Auswahl ist mit drin. Zeigen wir mal beides. Ich schulde Ihnen ja auch noch die sichere Aktivierungsmethode. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, ich gucke auf den Linksklick, jetzt erscheint erst weiß, dann blau, und wenn ich länger drauf blicke, dann habe ich hier einmal die Methode, den permanenten Linksklick dann auszuwählen. Warten Sie, ich mache es nochmal. Na komm. Na, was will er denn? Wir probieren es noch einmal und dann.
Genau, jetzt gehen wir auf den sicheren Klick. Das heißt, wenn ich jetzt einen Linksklick ausführen möchte, das heißt, ich wähle den Linksklick aus, zoome jetzt in den Bereich hinein und dann wird mir hier durch dieses kleine Fadenkreuz angezeigt, wo der Klick genau ausgeführt wird. Und erst, wenn ich mir sicher bin, hier möchte ich den Klick ausführen, dann gucke ich hier unten auf dieses schwarze Feld und bestätige letzten Endes den Klick. Und jetzt habe ich genau an diesem Punkt den Linksklick ausgeführt. Das ist eben das, was einfach wichtig ist, wenn ich wirklich in sensiblen Oberflächen bin, um dort mit der Augensteuerung auch ja, alles richtig zu machen. Wenn ich diesen sicheren Klick wieder entfernen möchte, kann ich zum Beispiel einen permanenten Linksklick einführen. Das heißt, wenn ich den ausführe, dann wird überall, wo ich mit der Maus verweile, Klick. Jetzt gucke ich nach links. Klick, man sieht es an der sich schließenden Uhr, überall der Linksklick ausgeführt und zu guter Letzt. Kann ich damit eigentlich das machen, was ich letzten Endes machen möchte. Wenn ich nun zurückgehe zur Präsentation, dann das Control schließen. Wichtig, damit man natürlich Augensteuerung betreiben kann oder durchführen kann, ist es neben der Software, die man eben bedienen sollte und könnte, auch natürlich wichtig, dass man einen Eye-Tracker hat. Hier oben rechts sehen Sie ein Bild des PCEye Mini. Das ist ein Eye-Tracker, der etwas so groß ist wie ein Kugelschreiber. Den habe ich auch bei mir am Laptop hier dranhängen. Der Eye-Tracker PCEye Mini ermöglicht dann eben einmal die Möglichkeit, einen Computer zu steuern, das heißt Computerzugang. Ist optimiert bis zu einer Bildschirmgröße bis maximal 19 Zoll, ist ein Medizinprodukt der Klasse 1, kann genutzt werden ab dem Betriebssystem Windows 7. Anschluss an den Computer erfolgt über einen USB-2-Anschluss. Im Abstand kann gearbeitet werden zwischen etwa 45 und 85 Zentimetern. Das heißt in der Regel auch die Position und der Abstand, den man eh von dem Computerbildschirm hat. Wenn es jetzt darum geht, einen größeren Computerbildschirm zu nutzen, dann gibt es den PCEye Plus, den man hier auf der rechten Seite sieht. Das ist ein Eye-Tracker, der auch Computerzugang ermöglicht, der aber auch Sprachsteuerung ermöglicht. Denn in diesem sind eben auch Mikrofone eingebaut für die Nutzung einer Sprachsteuerung. Es ist der Infrarot-Dongle, also für die Virtual Remote Software mit dabei, eben auch Geräte in der Umgebung über Infrarot steuern zu können. Und in dem Eye-Tracker ist auch die Möglichkeit vorhanden, einen Taster direkt anzuschließen. Ist auch ein Medizinprodukt der Klasse 1, ist jetzt bis 27 Zoll Bildschirmen gedacht. Das ist eher so die Desktop-Variante, kann aber genauso gut natürlich am Laptop verwendet werden. Funktioniert auch ab Windows 7, ab der 64-Bit-Version. Anschluss an den Computer erfolgt auch über USB 2. Abstand liegt hier zwischen 50 und etwa 95 Zentimetern. Denn man weiß, PCEye Plus, warum hat er einen Tasteranschluss? Warum sind hier Mikrofone mit dabei? Man weiß, für Menschen, die Hände und Finger nicht bewegen können, ist eine Kombination von Eye-Tracking, Mikrofon und Taster und der Option für Infrarot-Umfeldsteuerung eine sehr gute Methode, um den Computer oder auch über den Computer das Umfeld zu steuern. Und als dritte Methode oder dritte Möglichkeit für Computerzugang gibt es das iMobile Plus. Das ist eine Methode, um eben über ein Tablet einen Computer zu steuern, beziehungsweise das Tablet eben über die Augensteuerung zu steuern. Enthält auch ein Infrarotmodul für Umfeldsteuerung und entsprechend Tasteranschlüsse. Das Ganze gibt es unsererseits mit dem Tablet Microsoft Surface Pro. Abstand auch hier vor dem Eye-Tracker 45 bis 85 Zentimeter. Genau, und damit bin ich am Ende meiner Präsentation angelangt. Nehme vielen, vielen Dank für die Teilnahme Ihrerseits und dann wünsche ich Ihnen alle jetzt ja, einen schönen Feierabend und dann einfach einen schönen Abend. Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss.